Vom 13. bis 19. November 2011 findet in Hannover die Agritechnica statt. Hier kann der Besucher alles aus der Welt der Landtechnik erleben. Bauforum 24 TV sprach mit Projektleiterin Freya von Rade über Erwartungen und Ziele der Messe. Die Agritechnica hat für die DLG eine sehr große Rolle. Wir sind eine Fachorganisation in der Land- und Ernährungswirtschaft und machen zusätzlich Messen für unsere Mitglieder. Und die Agritechnica ist die größte von diesen Messen und findet alle 2 Jahre hier in Hannover auf dem Messegelände statt. Welche Ausstellungsfläche ist hier belegt? Hier in Hannover sind 24 Hallen belegt. Das ist die maximale Kapazität, die man hier belegen kann. Wir sind ganz stolz, dass wir 24 Hallen mit Landtechnik füllen können. Also Emotionen pur für jeden, den dieses Thema interessiert. Das Ausstellerumfeld ist sehr international. Wir begrüßen eine große Zahl von Ausstellern aus dem Ausland. Insgesamt sind 2700 Aussteller auf der Agritechnica präsent. Diese stellen in den 24 Hallen Landtechnik aus. Das fängt an bei Traktoren und geht über die Bearbeitung des Bodens bis hin zu der Seetechnik, über die Düngung, den Pflanzenschutz bis hin zur Ernte und zur Lagerung. Das ganze Produktprogramm wird hier also dargestellt. Hat die DLG Schwerpunkte auf der Messe hier? Die DLG als Fachorganisation hat Schwerpunkte im Fachprogramm. Wir legen großen Wert darauf, dass das Akzente sind und keine Fülle sozusagen. Wir haben also einige Foren, in denen Fachthemen diskutiert werden. Diese finden den ganzen Tag über statt und sind ungefähr 45 Minuten. Außerdem haben wir ein großes Special Smart Farming und da geht es um die Zukunft in der Landwirtschaft. Intelligenter, smarter, all diese Themen werden dort behandelt. Wir sind ja kurz nach einer Krise, sag ich mal, 2009, 2010. Wie sehen Sie denn die Entwicklung in der Landwirtschaft, die Stimmungslage? Die Stimmungslage ist extrem positiv. Wir merken, dass an dem Zuspruch nach dem zweiten Ausstellungstag ist hier schon eine Menge los auf dem Messegelände. Nicht nur aus Deutschland kommen die Besucher, sondern die Besucher kommen aus der ganzen Welt. Es sind ca. 80 bis 90 Nationen, die hier die Agritechnica besuchen. Und wir verspüren eine enorm positive Investitionshaltung der Landwirte aus Europa und auch aus anderen Ländern, die hier die Agritechnica besuchen. Vielleicht nochmal abschließend die Erwartungen der DLG. Wie viele Besuchern rechnen Sie hier so? Wir haben vor 2 Jahren bei der Agritechnica 2009 355.000 Menschen hier auf dem Messegelände gehabt und sind sehr optimistisch, dass wir diese Besucherzahl auch wieder erreichen und freuen uns natürlich über jeden, der noch darüber hinauskommt. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.